Cry im Stream. So. Der liebe Junge ist da oben. Willkommen zurück, YouTube. Ich muss sie halt irgendwie sehen, wie ich da auch raufkomme. Wenn du mal look, total keinen Plan mehr hast, okay? Vorher helfe ich nicht. Das ist nett, Eevee. Schade. Der gute Mann ist kein Ezio. Hat doch nie einen Plan. Das ist gemein. Ja, was war jetzt nach oben krabbeln? Was hatte ich da eingestellt? F, doch. Wer bist du? I'm trying to keep focus. A fellow has to stay ready. Jetzt ist mein Bot richtig böse. Steht hier so ein Dingens. Hat das was gebracht? Nicht. Oder können wir über Nachbars? Tor ist closed. Na toll. Wie zur Hölle komme ich jetzt an den Bengel ran? Okay. Kleiner Tipp. Ja, das wäre in dem Fall jetzt mal nett, damit ich überhaupt mal vorwärts komme. Betrachte das Haus doch von weiter weg. Okay.
Okay, was sehe ich da? Es ist abgerundet. Es hat Schräge. Das heißt, ich müsste... Siehst du ein Hausdach neben dem Hausdach? Ja. Und, hätte ich so gedacht, ich müsste auf das Hausdach irgendwie kommen. Aber wie komme ich jetzt auf das Hausdach? Ah, hat der einen Eingang? Das war doch, glaube ich, das mit dem mit der verschlossenen Tür. Okay, Jungs, könnt ihr mir was sagen? Ah. Do mind your behavior inside, Master. A slight might see you arrested. Okay. Ein Hausdach neben dem Hausdach. Okay, da ist ein... Hier ist noch ein Hausdach. Hat das Hausdach... Hat das Haus eine Tür, wo man reinkommt? Irgendwie vermisse ich jetzt auf einmal Ezio. Nee, das. Ups. Ja, er kann klettern und das verdammt gut. Ich glaube, Ezio hätte bei hier überhaupt keine Probleme. Geh mal hoch zur Porngilde. Okay. Ach, jetzt wird's Nacht. Okay. Zur Porngilde. Jui, jui, jui. Seid ihr alle da? Und versuch's runter. Okay. So. Ich glaube, hier ist... Nein, doch offen. Okay. Die war da unten. Gucken wir mal auf die Mappe. Caxton's Armory. Pawn Guild. Die ist da. Ich bin auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Das heißt, ich muss wieder zurück. Boing. Die Map. Dann zu dem Kind. Okay. Ah, geradeaus. Ah. Gut. Gott, die
auf einmal finster hier. Nehmen wir mal ein die Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Gut, da kannst du dann auch. Gut. Nee, da war nix. You can summon pawns as necessity demands here at the Pawn Guild. Ziemlich finster hier. So. Tis a port crystal, Master. So, das mal. Upsi. I suppose the merchants have need of open space to ply their trade. Der Bengel noch mal. Ah, da vorne. Okay. Konnte er springen, aber er kommt nicht dahin. Gut. Der Bengel, der war da drüben. Der war da drüben. Das habe ich mich irgendwie verlaufen. Was? Kannst du dich nicht da festhalten? So, jetzt gehst du mal darüber. Gott, ist das finster. Ich sehe ja gar nichts. Ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Konntest du nicht springen? Ei. Danke dir. Das tat schon beim Zugucken weh. War das jetzt die... Craftman's House? Caxton's Armory Passage Gate. Gut. Nein, zurück. So restore your health. Hold on. Danke. Hallo Ricky. Schön, dass du auch da bist. So. Wer kommt denn? Entschuldigung, Sie für. Hab ich das? Ja, das ist er. Wo war das jetzt? War das hier drüben? Wie ist die Pawn Guild? Es ist so dunkel hier. Bis gleich, Reggie.
glaube ich, habe. Craftsman's House. Da muss ich hin. Ah, schräg. Nach hinten rechts. Ah. So. Smitty, da. Kommst du so raus? Ja. Okay. Da muss ich auf jeden Fall, dort drüben muss ich hin. Hier. Kurze Hosen, naja. So. Wann wird es denn endlich wieder Tag? Das war zu weit. Das ist einfach nur viel zu dunkel hier. Die Straßenbeleuchtung sollten sie eigentlich auch mal verbessern. So. Wo war nochmals mit die? Da. Kann man eigentlich irgendwas mitnehmen? Nee. Nichts zum Leerlutschen. Ja, das ist ein paar Bogenschütze wäre es halt leichter. Ja. Ja, aber wenn man das zum ersten Mal spielt, kann es halt sein, dass irgendwas schief geht. Und ich nehme einen Fighter aus einer anderen Situation dann wieder besser als Bogenschütze. Ach, Mann! Ich muss irgendwann mal besser aufpassen. Hatte halt den, ja, wie man halt Lust hat, ja. Ich wollte es halt so spielen. Kann man das aufmachen? Hm. Eine leere Flasche. So. So, da geht es auf jeden Fall schräg runter. Okay, das heißt, ich musste irgendwie weiß mit dir rauf. Hat es hier geblieben. So, kannst du dich noch mal rauf? Wie's? Kannst dich nirgendwo weiter aufziehen. Dann geh nächstes Mal bei Ezio in die Lehre. Ich war heute wieder kreativ. Was hast du denn gemacht, Uhrchen? Sieht nicht so aus, als wenn irgendwann mal das Licht kommen würde. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal Licht zu hin. Ja. So. Oh, kein Öl mehr. Gut.
Naja. Na, es lädt gerade. Das hängt an der Leitung. Okay, ich werde es mir dann angucken. Und nur dranhängt, wenn er sich festhält, muss er auch hochziehen und drauf stehen können. Na, leider. Das, na gut. Aber Dragon's Dogma ist halt nicht Assassin's Creed. Logisch, dass dann halt was anderes sein muss. So. Ja, Hardy, ich lebe noch. Die Ausnahme sind Bosse. Ja, also Bossgegner hatte ich bis jetzt eigentlich keine. Abgesehen, na gut, die Tentakel in der Katakombe, wenn man den schon als Boss sehen will, wo man ja eigentlich nur wegrennen muss. Ach, die Hydra, die ganz am Anfang. Ah, ja. Ja, die hat die schon. Okay. Mann, wann wird sie eigentlich morgen? Dann sehe ich mehr. Ups. Ich sehe einfach nichts, das ist doch. Ja, da lang. Da drüben muss ich hin. Wie springe ich jetzt am besten? Ja, da fällt es natürlich dann auf die Schnauze. Auf den Popo. Das kann man natürlich nicht machen. Pawns who have expended the last of their health must be hired anew. Okay. das kann sein. Obwohl, wenn ich das hier so auf meinem Monitor sehe und das auf dem Kontrollmonitor. Da sieht es so aus, als wäre es auf meinem Monitor eigentlich heller als auf dem Kontrollkameraden. Würde da irgendwie nicht so wirklich was bringen. Muss auf jeden Fall irgendwie da rüberspringen. Das ist die große Hürde. Die Variante Geronimo bringt wahrscheinlich gar nichts. Rutscht einfach runter. Gut. Heißt das dann, ich müsste irgendwie von da springen?
Okay, gut. Hast du keinen Teleportzauber? Zumindest im Moment nicht. Es wird morgen. Ja. Gut. Put away. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal, YouTube.